Wochenende, klar, vormal geregnet und so weiter, aber saugeil, hat echt gebraucht, die Strecken, war ziemlich geil, dass wirklich 10 Amateure herkommen sind auch, dass sie echt alles abverlangt haben, wirklich Gas gegeben haben und ich kann nur sagen, ich bin begeistert vom Team, dass so viele dabei sind und ich bin begeistert von der ganzen Organisation und so weiter, war echt geniales Wochenende, super, weiter so. Da jetzt auf dem letzten Teil war es ja saugeil, hätte meine Sterne gehabt, war ich vielleicht erster geworden. Aber passt, dritter, taugt mir. Ja, Strecken war schon ziemlich tief, sau viel Löcher und ziemlich ein bitterer Gatsch, war schon ziemlich schwer zum Fahren. Aber hat Spaß gemacht. Ja, da liegt der Sieger rauf. Mit dem hat keiner gerechnet und ich freue mich, wenn er hier ist. Bei mir hat es heute halt überhaupt nicht hingehauen. Also der Quali-Lauf war voll genial. Ich habe mich super gefühlt. Im Finale wollte es einfach nicht sein. Ich war zu nervös und ich wollte einfach alles geben und habe dann gleich gemerkt, dass irgendwie, oh, ist der Hund drinnen und ich bin in jedes Loch reingefahren. Ich habe meine Linie nicht gekriegt und nein, es ist ganz komisch, der zweite Lauf gewesen ist. Also ich habe eigentlich einen guten Lauf gehabt bis zwischen die Straßen. Das sind 3 Anlieger und ich bin einfach übermotiviert reingefahren in die erste Kurve. Hat mich dann gleich in die dritte Kurve drüber reingehauen. Die zweite habe ich ausgelassen. War komplett gatschig, habe keinen Halt mehr gehabt auf dem Lenker, auf den Griff. Und ja, habe halt noch das Beste draus gemacht und bin halt noch runtergefahren, so gut wie es geht. Weit entfernt von einem Rennlauf und ja. Ich habe halt alles riskiert, weil ich letztes Jahr knapp dran war am Sieg. Ja, ich wollte es wissen auf meiner Strecke eigentlich. Gatschig war es auch. Und ja, ist halt leider nichts draus geworden. Echt gut gegangen. Halbwegs halt. Schon passt. Wieder Staatsmeister? Wieder mal, zum vierten Mal. Sehr fein. Das war nicht so mein Wochenende. Ja, die vorige Woche war ich schon krank und jetzt gestern im Training haben wir die Bandel beim Knöchel gezerrt und ja, das war halt scheiße und jetzt im Rennen bin ich dann nochmal umknackst. Dann habe ich halt nicht mehr gescheit weiterfahren können. Geil, oder? Ja. High five!